Okay, let's do this. Hey, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich mal wieder eine Challenge und es gibt eine ganz, ganz besondere Challenge, die ganz viele von euch sich unfassbar dolle gewünscht haben. Und zwar gibt es heute, wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, eine Insta-Picks-My-Sim-Challenge. Ich habe euch auf meinem Instagram-Account ganz viele Umfragen gefragt und ihr durftet dann mit abstimmen, wie unser Sim heute aussehen soll. Und ich habe mir die Ergebnisse noch nicht angeguckt. Ich habe gestern gefragt. Das heißt, jeder hatte wirklich die Möglichkeit mitzumachen. Falls ihr beim nächsten Mal auch mitmachen wollt, folgt mir auf Instagram, ninsi_xx. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an, weil ihr wisst, ich brauche eh immer viel zu lange. Ich habe jetzt hier einen Basis-Sim vor mir, den das Spiel einfach generiert hat und wir werden uns jetzt anschauen, was eure Ergebnisse ergeben haben. Diese Story haben übrigens 15.000 Leute gesehen, also vielen, vielen Dank für den Support an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Umfrage. Die erste Frage war nämlich die allerwichtigste Frage. Ob ich mit Sisi arbeiten darf oder nicht. Und ihr wart sehr, sehr gnädig mit mir, denn ihr habt mit 79% abgestimmt, dass ich Sisi benutzen darf. Und dafür danke ich euch sehr. Das heißt, wir wissen schon mal, dass wir mit Sisi arbeiten dürfen. Jetzt gehen wir weiter zur nächsten Umfrage. Da geht es um die Hautfarbe. Und das war ein sehr, sehr enges Rennen. Und zwar habe ich gefragt, ob es ein dunkler Ton sein soll oder ein heller Ton. Und 55% haben für dunkler Ton abgestimmt. Und deswegen gibt es heute einen dunklen Ton. Da freue ich mich sehr drauf. Ihr sagt mir auch immer, dass ich immer viel zu wenige Sims mit dunklem Ton erstelle. Und das stimmt auch. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das ist jetzt nicht irgendwie böse, dass ich so denke, oh mein Gott, nee, ich will kein dunkles Zimmer erstellen. Das ist einfach, es passiert. Wir machen natürlich meinen Lieblingsskin drauf, weil es hat mein Lieblingsskin. Wir gehen in diese Richtung. Das finde ich ist eine schöne Hautfarbe. Wir gucken weiter, was als nächstes kommt. Und zwar, welche Nase? Stupsnase oder eine markante Nase? Und da haben 75% für eine Stupsnase entschieden. Ich finde, sie hat schon eine relative Stupsnase. Stups der kleine Osterhase. Ich glaube, das ist eine Stupsnase. Die Augen groß und rund oder klein und mandelförmig. Und 66% haben für groß und rund gestimmt. Das ist doch schon mal gut. Nee, das ist nicht die Größe. Wie ist die Größe? So ist die Größe. Wir können sie noch einen Ticken größer machen. Oh mein Gott, nee. Das sieht ganz gruselig aus. Nina macht das wieder weg. Ich mache da erstmal Lashes drauf und dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Ich gebe jetzt erstmal die normalen, weil ich ja noch nicht weiß, was für einen Stil sie bekommt. Und ich finde, die Lashes haben da auch sehr viel mit zu tun. Okay, ich lasse es einfach mal so, weil sonst zerstöre ich da noch mehr. Dann kommen wir zu dem Mund. Ein kleiner Mund mit schmalen Lippen oder ein großer Mund mit großen Lippen. Und hier haben 74% für große Lippen entschieden. Und deswegen müssen wir ihre Lippen jetzt ein bisschen aufpusten, denn die sind definitiv viel zu schmal. Aber ich glaube, das ist schon ein großer Mund, oder? Ja, ist ein großer Mund. Dann haben wir die Frage. Das Gesicht, rund oder oval? Hier haben 65% für oval gestimmt. Hier haben 7.473 Leute für oval gestimmt und 4.000 für rund. Das heißt, 11.000 Leute haben mit abgestimmt. Crazy. Vielen, vielen Dank. Ich finde, ihr Gesicht ist schon relativ oval. Deswegen werde ich daran jetzt einfach nichts verändern. Ich finde sie auch tatsächlich schön. Leute, das ist amazing. Ich habe nicht nach ihren Ohren gefragt, weil ich finde, Ohren ist immer so eine Sache, die voll unauffällig ist. Weil meistens habe ich eh Haare, die da drüber liegen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal nicht nach Ohren gefragt. Aber wir haben natürlich nach der Haarfarbe gefragt. Und da habe ich gefragt, rot oder bunt, weil ich wollte mal ein bisschen was anderes und nicht einfach braun oder blond. Und es haben 61% für bunt tatsächlich gestimmt. Mein Problem ist gerade so ein bisschen, ich habe bei Stil nach E-Girl oder Visco Girl gefragt, weil ich wollte mal so ein bisschen was Neues ins Spiel bringen. Das hat ja auch Einfluss auf die Haare und so. Deswegen gucke ich mir jetzt erstmal die Stilrichtung an, wie sie gestylt werden soll, bevor wir uns die anderen Sachen angucken. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, gefragt, E-Girl oder Visco Girl. Und 62% haben für Visco Girl gestimmt. Darüber freue ich mich tatsächlich sehr. Jetzt müssen wir natürlich auch noch erfahren, wie lang ihre Haare sein sollen. Ob sie kurze Haare bekommen soll oder lange Haare. Hier haben 67% für lange Haare gestimmt. Darüber freue ich mich doch sehr, weil das passt nämlich sehr gut zu meinem Visco Girl Stil. Falls ihr euch fragt, was ein Visco Girl ist, habe ich hier die Antwort für euch. Das ist ein Visco Girl.
all das, was ihr gerade hier seht. Sie sind so super sommerliche Girls mit so Scrunchies und dieser Fjallraven-Ganken-Rucksack und Hydroflask. Ich habe leider, habt ihr in meinem CC-Shopping-Video gesehen, keine Hydroflask gefunden, also nicht so eine Edelstahl-Trinkflasche. Ich habe gehofft, es gibt so eine, die dann so in der Hand festhalten können. Habe ich aber leider nicht gefunden. Es ist schwierig zu erklären, wenn ich es selber nicht richtig verstehe. Aber ihr seht die Ästhetik dieses Stils und das versuchen wir jetzt hier mit unserem Sim nachzuempfinden. Also, was geben wir ihr für Haare? Also entweder haben diese Visco Girls immer offene, wuschelige Haare. Da habe ich auch hier unten, glaube ich, so ein bisschen was, was wir nehmen könnten. Also entweder sowas mit so Wellen. Ist sie eigentlich ein Teenie? Nee, ich will ein Teenie. Sowas hätte ich auch noch. Das fände ich auch eigentlich ganz cool. Wir müssen daran denken, dass wir ihr bunte Haare geben. Ich tendiere zu sowas hier, zu so einem Fliederton. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Oder die zweite Option wäre halt so ein Messy Bun, der halt so ein bisschen auseinandergefriemelt ist. Finde ich auch ziemlich cool. Aber das habe ich halt auch schon bei meinem CC Shopping Video in der Vorschau genommen. Deswegen tendiere ich gerade tatsächlich zu der anderen. Ich finde es ganz cool. Wir lassen es jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr findet es auch cool. Ich weiß, dass dieses Bunt, also diese bunten Haare eigentlich jetzt nicht so krass zu diesen Visco Girls passen, aber ihr habt das ja so abgestimmt. Und gucken weiter, was für ein Make-up die gute Stute bekommt. Und zwar habe ich gefragt, natürlich oder Full Face. Und da haben zum Glück 52% für natürlich gestimmt, weil ich hätte es nämlich jetzt auch nicht so gut gefunden, wenn sie jetzt dazu ein Full Face Make-up bekommen hätte, weil dann wäre es halt nicht mehr so krass dieser Stil. Die tragen nämlich eher so natürliches Make-up mit so ein bisschen Lipgloss, würde ich sagen, und so Highlighter, sehr definierte Augenbrauen. Wir können mal gucken, ob wir noch andere Augenbrauen finden. Glaube ich, nehme die, weil ich finde, die sehen ein bisschen außergewöhnlicher aus als die anderen. Ich würde ihr jetzt keinen Lidschatten geben. Die sind alle super, okay, außer das jetzt hier, super natürlich geschminkt. Die haben auch alle, also ziemlich viele haben Sommersprossen und so, dieser Lipgloss, wie ich gesagt habe. Wir lassen ihr jetzt mal den Eyeliner, auch wenn die meisten jetzt hier keinen Eyeliner drauf haben, aber ich finde, ihr steht das eigentlich ganz gut. Und jetzt gucken wir mal, ob wir so ein bisschen so ein, ja, sowas hier finden. Das genau meinte ich, dass die Wangen so ein bisschen rot macht. Der Blush sieht an ihr am besten aus. Dann lassen wir den. Jetzt geben wir ihr nur noch so ein bisschen Lipgloss. Ich liebe ja im Moment diesen hier. Also jetzt nicht unbedingt an der Farbe. Hier, ich glaube, das ist ganz gut. Sie hat halt sehr, sehr große Lippen, weil wir das ja so entschieden haben. Dann gucken wir jetzt nochmal nach Accessoires, weil, was wir ihr da so geben können. Ich glaube, so kleine Kreolen sind ganz gut. Ob ich sowas habe, ist eine andere Frage. Ja, hier sowas. Ja, die sind sehr gut. Ich habe nach so Seashell-Ketten gesucht, habe aber keine gefunden, falls ihr mein CC-Shopping-Video gesehen habt. Ich habe jetzt aber gesehen, dass es hier im Spiel so eine Art Seashell-Kette gibt, sag ich mal. Also wir hätten einmal diese hier, die man nehmen könnte. Die finde ich ganz cool. Oder diese hier mit so Steinen. Die finde ich auch cool. Aber ich habe auch noch einen Choker runtergeladen, extra, der mir auch super, super gut gefällt und der auch zum Stil passt. Und zwar dieser hier mit diesem Wal, mit dieser Walflosse. Und das ist dann halt so ein bisschen in dieses Save the Turtles Richtung. Deswegen nehmen wir, glaube ich, das einfach und nehmen wir dann auch in Silber, weil ihre Ohrringe sind ja auch Silber. Oh Leute, es wird. Okay, jetzt kommen wir über zur Kleidung. Warte, ich guck mal ganz kurz, was ich noch gefragt habe. Dann habe ich auch nur noch nach der Körperform gefragt. Da stand zur Auswahl Curvy und Skinny. Und es haben sich 65% für Curvy entschieden. Deswegen werden wir sie jetzt ein bisschen Curvy machen. Deswegen ziehen wir das jetzt alles hier ein bisschen auseinander. Es ist ja immer eine Definitionssache, wie man Curvy definiert. Jeder definiert das anders. Für mich heißt Curvy halt einfach wirklich Kurven. Dass man halt so richtig schöne Kurven hat, aber jetzt trotzdem nicht ungesund übergewichtig aussieht, sage ich mal. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und ich hoffe, es fühlt sich auch niemand irgendwie beleidigt oder so. Aber das hier ist für mich Curvy. Jetzt brauchen wir ein T-Shirt-Kleid, denn Visco Girls tragen meistens ein T-Shirt-Kleid oder eine Shorts und ein Oberteil, aber wir nehmen heute die T-Shirt-Kleid-Variante. Ich habe extra bei Ellie Simple ein richtig cooles T-Shirt-Kleid runtergeladen. Das muss ich jetzt nur erstmal finden. Ich habe halt mehrere. Ich hätte auch dieses hier und dieses hier. Das ist mir auch ein bisschen zu kurz. Ich hätte auch so eins von Adidas. Aber das hier ist das, was ich gesucht habe. Denn hier gibt es richtig schöne Motive, die richtig cool dazu passen. Ich würde sagen, wir nehmen das, weil das sieht so ein bisschen, es ist zwar ein Burger drauf, aber ich finde, das sieht irgendwie so ein bisschen so nach Burger.
Beach aus? Frag mich nicht, warum, weil da ist weder irgendwas von Beach drauf, noch irgendwie was von Turtles oder I don't know. Aber ich finde es eigentlich, oder wir nehmen so ein Tie-Dye-Muster. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem Stil. Und jetzt kommt das Großartige, die Accessoires, weil ich glaube, das sind so die Sachen, die Visco Girls ausmachen. Ich habe einmal solche Armbänder hier. Allerdings ist der Rucksack, den ich extra runtergeladen habe, auch für links am Handgelenk angelegt, sag ich mal. Deswegen nehmen wir doch da lieber... No, es clasht mit dem Gürtel. Der Rucksack gehört einfach dazu, deswegen müssen wir müssen ihn tragen. Und so geht es auch eigentlich, ne? So ist es eigentlich in Ordnung. Ich meine, man sieht ihn eh nicht wirklich, nur wenn man sie umdreht. Aber egal. Weiter geht es mit einer weiteren sehr, sehr wichtigen Sache. Denn Visco Girls tragen immer diese Scrunchies. Ich wünschte, ich hätte noch mehr gefunden, dass man so richtig viele am Handgelenk tragen kann. Habe ich aber leider nicht, denn in meinem CC-Shopping-Video habe ich euch schon gesagt, dass ich es krass finde, dass dieser Trend noch nicht wirklich in der Sims-Welt angekommen ist. Ich finde es jetzt nicht schlimm, weil es ist jetzt auch nicht so ein Trend, wo ich sage, oh mein Gott, ist geil. Aber ich hätte mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr Auswahl für mich verfügbar ist. Wäre es halt voll cool gewesen, wenn es so eine Muschelkette als Fußkettchen, aber gibt es leider nicht. Aber wir geben jetzt einfach diese Herz, den ich glaube, das ist auch ganz cool. Und als Schuhe haben wir jetzt mehrere Varianten. Wir könnten ihr... Crocs geben, wir könnten ihr so Sandalen geben, so Birkenstocks mäßig, oder Vans oder Air Force, das haben auch viele. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie das aussieht. Also ich hätte halt diese Vans zur Auswahl, die gibt es dann auch nicht in mehreren Farben. Aha, auch wieder schön was dazugelernt. Die clashen auch mit irgendwas, sehe ich gerade. Also sind die Crocs schon mal raus. Aber ich hatte sie gehabt. Und dann habe ich noch so ganz viele Latschen und Sandalen. Hier, das sind so Sandalen, die wirklich so wie Birkenstocks aussehen. Ich glaube, das ist auch die beste Variante. Wir sind fertig mit unserem Visco Girl. Ihr könnt mir super gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr sie findet. Ich finde eigentlich, ich habe einen ganz guten Job gemacht. Der Rucksack steht halt so ein bisschen ab. Und ich wünschte mir, also es wäre so, so cool gewesen, wenn sie jetzt noch so eine Hydro Flask in der Hand gehabt hätte. Das wäre halt unfassbar süß. Aber man kann ja nicht alles haben. Ich finde, sie ist dennoch ganz gut gelungen. Und man kann auf jeden Fall sehen, was ich verfolgt habe, was ich für einen Stil erreichen wollte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch anders gemacht hättet und was noch mehr diesen Stil verfolgt hätte. Ich finde, sie ist auf jeden Fall mega, mega schön geworden. Und das habe ich auch euch zu verdanken. Ich glaube, so die Haare und so hätte ich gar nicht so verwendet, wenn ihr das nicht abgestimmt hättet, dass sie zum Beispiel auch bunte Haare bekommt. Und ja, ich finde sie einfach richtig cool, auch mit der Hautfarbe und so. Das ist einfach... sehr, 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 sehr schön und ich glaube, sie wird auch nach Sulani ziehen und vielleicht wird sie eine Freundin von Katie werden. Wer weiß. Oder wir lassen sie in die Legacy Challenge einziehen und dann wird sie sich mit irgendwem von den Kids dort anfreunden. Mal gucken. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr findet, in welche Stadt bzw. in welches Let's Play sie einziehen sollte, wo sie hingehört. Dann platziere ich sie dann liebend gerne und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.